Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hogwarts Legacy. Ja, ich bin jetzt schon mal hier auf der Map, ganz, ganz hier an der Grenze, bei dem Übergang, würde ich jetzt einfach mal sagen, aber ich komme nicht dahin. Das Auge der Mine, ich weiß jetzt auch nicht, ob das hier tatsächlich irgendwie der Eingang ist, dass man hier irgendwie durchkommt. Ich check's absolut nicht, wie ich nach dort unten kommen soll. Entweder kommt's später in der Story oder ich bin einfach nur absolut blind und finde den Weg nicht runter. Wie gesagt, wenn jemand weiß, wie man da reinkommt, ob das Story ist oder nicht, schreibt es jetzt mal gerne in die Kommentare, damit ich weiß, dass ich einfach nur zu blind war, um das zu finden. Oder, okay, Fippmann, beruhig dich mal, 3 Missionen noch und dann kommst du so oder so da durch. Da habe ich mir nämlich so ein bisschen Kopfknobelei gespart. Ja, jetzt geht's zurück in die Kartenkammer. Da ist dann die Quest jetzt, wie heißt es nochmal genau, die Schulleiterin spricht. Also eine alte Schulleiterin, dann quasi. Könnte interessant werden, habe ich Bock drauf. Wird dann auch demnach die 3. Hüterprüfung werden. Mal sehen, was wir da dann im Denkarium sehen werden. Bin auf jeden Fall gespannt, will mehr von dieser Isidora einfach sehen, was sie da mit dieser Magie der Schmerzenlinderung eben noch weiter anstellt, was sie noch macht mit ihren Forschungen und. Finde ich ziemlich interessant quasi. Ja, Dankeschön, dass du da bist. Wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Aber vorher würde ich mich freuen, wenn du dem Video eine positive Bewertung im Däumchen geben würdest und ein kostenloses Abo da lassen würdest. Dauert 2 Sekunden, hilft mir extrem krass weiter. Danke an jeden Einzelnen, der schon getan hat. Glocke aktivieren, dass du kein weiteres Video von mir auf diesem Kanal hier verpassen wirst. Viel Spaß mit der Folge. Let's go. So, mal sehen, was die jetzt vorbereitet hat und vor allem, wo auf dieser Karte sie es vorbereitet hat. Ob wir da schon mal waren oder nicht. Wo ist denn Fick? Fick ist gar nicht dabei, ne? Normalerweise sprechen wir immer mit Professor Fick noch, wenn dabei ist. Okay, 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 okay. Alte Schulleiterin also. Dann hau mal raus. Hallo, Professor. Es gibt Neuigkeiten. Die Kobolde suchen etwas. Ein weiteres Behältnis. Sie haben für ihre Suche Bohrer gebaut. Sehr beunruhigend. Handelt es sich dabei um Dinge wie den zerbrochenen Behälter aus Schloss Rookwood? Ja. Ich fürchte, wir haben keine Zeit zu verlieren. Schauen Sie auf die Karte. Zum Glück ist die nächste Prüfung nicht weit entfernt. Ist er sofort rechts von Hogwarts? Was ist das denn? Im Eulenturm oder was? Wie Sie wissen, war ich zu meiner Zeit Schulleiterin. Mein Porträt hängt im Büro des Schulleiters. Okay. Ich sah, wie Professor Black von ihrer Ankunft erfuhr. Und ich gebe zu, dass ich mich über sie gewundert habe. Moment. Ist die nächste Prüfung im Büro des Schulleiters? Das stimmt. Ich hatte gehofft, der Inhaber dieses Amtes würde uns helfen, wenn es soweit ist. Leider scheint sich dieser Schulleiter nur um sich selbst zu kümmern. Ja, macht doch so den Anschein. Sie müssen sich Zugang zu seinem Büro verschaffen, während er weg ist. Ich verstehe. Also gut. Ich finde einen Weg hinein. Gut. Ich werde Sie dort in meinem Porträt treffen. Bis dahin. Okay. Okay, okay, okay. Professor Black ist also nicht so auf unserer Seite. Ich sag doch, der Schlingelwurzel hat er irgendwas. Irgendwas im Schilde noch zu führen. Wir müssen ins Büro des Schulleiters. Ist das nicht hier dieses geile Dumbledore-mäßige da an dem Rahmen da hoch und dann, wie hieß das Passwort nochmal im ersten Teil? Wie hieß das nochmal? Das war so ein ganz, ganz lustiger, verrückter Name. Ist es das? Ist es tatsächlich das? Das Schulleiter, wo ist der? Wo könnte das denn sein in Hogwarts? Ist das hier der Lehrerturm? Da haben wir noch eine Nebenquest. Ende gut, alles gut. Eine Hufflepuff-Schülerin mit einem Astronomie-Fehl wirkt irgendwie aufgewühlt. Vielleicht kann ich helfen. Ja, vielleicht, aber... Verwandlungshof. War das nicht hier am Gryffindor-Turm irgendwo auch, wo das Lehrer-Ding ist? Nee. Wo kann denn das Schulleiter-Gedings-Gedöns sein? Ich reiß einfach erstmal gerade mit euch in die große Halle. Wir haben ja auch gerade Weihnachten. Dann will ich mal sehen, wie weihnachtlich das denn dort eben jetzt geschmückt ist. Und wir müssen auch hier unten einfach jetzt mal hin, ne? Ins Bootshaus. Ja. Der Ort, an dem Professor Snape von uns allen gegangen ist. Absolut ikonischer Ort, absolut ikonische Szene. Hoho. Vielleicht kann mir Professor Fig weiterhelfen. Alter, sieht das geil aus, Mann. Der verbotene Wald? Bist du etwa lebensmüde? Hast du irgendeine Vorstellung davon, was für Kreaturen darin hausen? Du kannst froh sein, dass du noch lebst. Aber wenn du heimkommst, wirst du auch das bereuen. Oh, da hat einer Anschiss bekommen. Da hat einer Anschiss bekommen. Ey, wie fantastisch sieht das bitte im Weihnachtsdesign aus. Alter Verwalter. Alright, Mann.
Alright, Professor Fick also doch. Gut, dann reisen wir zu dem jetzt ganz schnell hin. Oder warte mal, wir gehen mal kurz hier, kurz mal raus. Vielleicht sieht man noch mehr geile Dekorationen hier im Schloss. Peeves wieder hier ein bisschen am Rumspielen. Geile Banner. Brauche ich für meinen Raum der Wünsche. So, wie ist denn der Stand der Dinge, Kappa? Ja, ich würde jetzt einfach mal frech behaupten, der Löwe liegt vorne. Gefolgt von dem Adler. So, gibt es hier auch noch irgendwelche Weihnachtsdesigns jetzt? Ja, hier steht ein Tannenbaum und die Girlanden. Nice. Immerhin. Und da auch. Oh, ey, sorry, sorry. Okay. So, reisen wir direkt zu Professor Fick, oder? Das kriegen wir doch schnell hin, ne? Professor Ficks Büro. Oder Unterrichtsraum. Von dem haben wir auch noch gar keinen Unterricht gehabt, dass der uns irgendwie noch so einen Zauber beibringt oder so. Vielleicht, ey, vielleicht, ne? Gibt's ja die Zauber, die wir hier sehen. Hier unten sind noch zwei Slots frei, ne? Hm? Versteckt irgendwie am Ende. Irgendwie, irgendwo, irgendwas. Das wäre natürlich auch noch so ein Ding. Okay, der Professor hat sich nicht die Mühe gemacht, hier irgendwie irgendwas... Oh, weihnachtlich zu designen. The fuck war das denn? Moinsen, Professor. Ey, wir haben uns ja gefühlt seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, Mann. Was ist passiert? Wie ist die Lage? Professor Fick, ich kenne jetzt den Ort der nächsten Prüfung. Hat sich etwas geändert? Lodgok und ich haben erfahren, dass die Kobolde nach einem weiteren Behältnis suchen. Wie dem auf Schloss Rookwood. Außerdem bauen sie riesige Bohrer, die ihnen bei ihrer Suche helfen sollen. Professor Fitzgerald sah sehr besorgt aus. Verstehe. Ranrock weiß offensichtlich mehr als gedacht. Und Sir, da ist noch etwas. Lodgok kannte Miriam. Er kannte Miriam? Sie sind sich auf Schloss Rookwood begegnet. Sie hat dort geforscht und den Behälter mit dem Portschlüssel gefunden. Er mochte sie so sehr, dass er sie damit gehen ließ. Entgegen Ranrocks Befehl. Da fehlen mir die Worte. Sie konnte wirklich sehr überzeugend sein. Darüber muss ich mehr wissen. Ich würde sogar gerne mit Lodgok direkt sprechen, aber jetzt ist keine Zeit dafür. Wo ist die nächste Prüfung? Ob Sie es glauben oder nicht. Im Büro des Schulleiters. Unglaublich. Nun gut, Sie brauchen das Passwort, um am steinernen Wasserspeier vorbeizukommen. Der Hauself des Schulleiters kennt es. Ich kenne den Hauselfen des Schulleiters nicht. Wird er überhaupt mit mir sprechen? Er ist sicher sehr loyal. Ich kenne ihn, Scropes. Das ist er. Sie müssen sich verkleiden. Ich habe genau das Richtige. Einen Vielsafttrank. Geil, geil. Damit gleichen Sie Professor Black bis aufs Haar. Aber braucht man für den Vielsafttrank nicht etwas von der jeweiligen Person? Und dauert er nicht ewig? Ganz recht. Woher haben Sie den Vielsafttrank, um sich in Professor Black zu verwandeln? Man weiß nie, wann man so etwas gebrauchen kann. Sagen wir einfach, ich hatte nach meiner erfolglosen Reise zum Ministerium das Bedürfnis, auf alles vorbereitet zu sein. So, die Zeit drängt. Trinken Sie, dann erkläre ich Ihnen alles Weitere. Also geil, wenn wir den jetzt als nächstes Ding noch hätten zum Freischalten, zum Braun im Raum der Wünsche. Geil, Mann. Sieht aus wie so ein richtiger Baron, ey. Wie fühlen Sie sich? Oh, unglaublich. Holz. Den Geschmack vergesse ich nicht so schnell. Wie klinge ich? Überzeugend. Ich habe Ihre Gewänder noch etwas angepasst. Wie schon erwähnt, benötigen Sie das Passwort von Scrope. Der könnte überall im Schloss sein. Suchen Sie am besten nach Professor Kogawa. Sie liegt dem armen elfigen Quidditch in den Ohren, da sie hofft, er könne Black davon überzeugen, seine Meinung zu ändern. Bislang ohne Erfolg. Ja, der DLC wird's regeln. Und was, wenn Professor Black mich sieht? Überlassen Sie das mir. Ich sage ihm, dass wir in Hogsmeade eine Kontaktperson des Ministeriums treffen sollen. Das verschafft Ihnen ausreichend Zeit. Danke, Professor. Wir sehen uns bestimmt in der Kartenkammer. Dankbarkeit aus Professor Blacks Mund zu hören, ist ungewöhnlich. Wir sehen uns dort. Geil, mal mit dem Fiedler-Funk, dass sie das eingebracht haben. Kann ich trotzdem noch zaubern? Nee. Hm. Stell mal vor, wir hätten jetzt auch so die Fähigkeiten, die ein Schulleiter hätte. Diese ganzen crazy, krassen, kranken Zauber aller Zeiten. Boah, das wäre natürlich geil jetzt. Professor, hätten Sie einen Moment Zeit? Jo, hau ab da. Professor, ich hatte gehofft, Sie zu erwischen. Oh, ich habe zu tun, Professor Sharp. Viel zu tun. Natürlich, Sir, aber Sie hatten mich nach einem bestimmten Trank gefragt und ich
Nun ja. Was? Ach ja, nun, heraus damit, Sharp. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wir sollten das wohl besser nicht hier besprechen, Sir. Ich entscheide, was besser ist. Keine Sorge, Sharp. Sie können ganz offen sein. Nun gut, ich habe Ihren Heiltrank gegen Furunkel gebraut. Ich bringe ihn bei Gelegenheit vorbei. Sicher, ja. Kein Grund zur Geheimniskrämerei. Schicken Sie einfach einen Schüler damit los. Einen Schüler? Sicher, Sir. Wie Sie meinen. Das tue ich. Und danke, Sharp. Hoffentlich haben Sie auch genug für mich gebraut. Okay, Professor Black oder Schulleiter Black leidet anscheinend an Furunkeln. Rein gar keine Zeit. Aus dem Weg. Geil, Mann. Hat jemand meinen Handspiegel mit Elfenbeingriff gesehen? Nein, natürlich nicht. Wie lange hältst du viel Trank nochmal? Viel Safttrank nochmal? Zwei Stündchen, ein halbes Stündchen, irgendwie sowas? Ah, sieht so schön aus mit den Bäumen. Hallo. Ich Hi. Meine, aus dem Weg, Kinder. Professor Black, wie geht es Ihnen, Sir? Mr. Gaunt, wo wollen Sie denn hin? Verzeihung, Sir. Ich war nur auf dem Weg nach draußen. Sie nehmen sich den Tag frei, was? Typisch Schüler, vergeuden immer so viel Zeit. Ich muss einen Aufsatz über Diptam und seine Verwendung schreiben und wollte zum Gewächshaus. Ah ja, gemischt mit Bubotubler-Eiter ergibt das eine feine Schnurrbartpaste. Ja, finden Sie nicht auch? Geht es Ihnen gut, Sir? Sie wirken etwas neben sich. Ich bin kerngesund, Gaunt. Wenn ich eine medizinische Diagnose brauche, gehe ich ins St. Mungo Hospital. Na, hat der eventuell Verdacht gestellt. Das nennen Sie glänzende Stiefel? Das geht besser. Sauber machen jetzt aber, ratzfatz. By the way, das Geheimnis habe ich auch gelöst mit Fitman Potter. Einfach das Symbol mit der richtigen Zahl hier und die Flammen anmachen, easy, aber lohnt sich am Ende des Tages nicht. Professor Black, wie bereits gesagt, Sie können Ihre Entscheidung zu Quidditch immer noch überdenken. Komm. Wir könnten immer noch die Auswahl und eine verkürzte Saison haben. Das wäre besser als gar keine. Jetzt sage ich ja. Die Verletzung, Madame Kogawa. Professor, so einige Schüler haben hier schon einen Klatscher an den Kopf bekommen. Ich behaupte, das hat ihnen Vernunft eingebläut. Und ihnen geht's gut. Dass es jemand Reinblütiges war, nun ja, das ist noch lange kein Grund. So ein Unsinn. Die Gesundheit von Schülern wegen eines albernen Spiels zu riskieren. Ist das ein Slytherin oder was? Ein albernes Spiel? Manchmal sind sie wirklich unmöglich. Sir, ich würde nur zu gern an die Abteilung für magische Spiele und Sportarten schreiben. Bitte tun Sie das, das wäre unklug. Ey, das wäre auch jetzt geil, wenn man einfach sagen könnte, ey, yo, Quidditch, bam, und dann hast du es auf einmal. Die ganze Zeit verarscht, es gibt kein Quidditch, aber ab dem Punkt hier schon. Bitte tun Sie das. Gute Idee. Ich kann Ihnen auch Pergament geben, falls nötig. Wo ist mein Elf? Pergament? Gut, das werde ich mit Vergnügen. Und ich habe Scrope in der großen Halle entdeckt. Er scheint mich zu meiden. Warum wohl? Guten Tag, Madame Kogawa. Ich finde die Kogawa eigentlich ziemlich cool, ja, mit ihrer Botox, mit ihrem Botox-Gesicht. Damit haben wir ihn als Schulleiter verdient. Hallo. Wenn ich sehe, was in diesen Hallen als Magie durchgeht, dann trauere ich um die Zukunft unserer Welt. Es ist der Schulleiter. Geht rein, Kinder, geht rein und lernet. Ey, ich kann mir doch auch. Cressida. Miss Broom, auf ein Wort. Oh, Professor, das ist ja eine Überraschung. Es heißt übrigens Bloom. Was war noch gleich Ihr Spezialgebiet, Broom? Die ZAGs rücken immer näher. Zauberkunst, Sir. Ungesagte Zauber. Vielleicht lässt mich ja einer verschwinden. Immer dranbleiben, Broom. Und Sie werden so unsichtbar wie dieser neue Fünftklässler. Er ist nicht unsichtbar, Sir. Hab ihn bei der Bibliothek gesehen. Hat mir sogar mit meinen schweren Büchern geholfen. Apropos unsichtbar. Wo ist mein verdammter Hauself? Ja, da meinten sowohl Fitman Potter, ne? Mit dem Schulleiter scheint irgendwas nicht zu stimmen. Warum checkt das eigentlich der hier, dass mit dem Schulleiter irgendwas nicht stimmt? Und guckt euch bitte dieses Wappen an, Mann. Draco Domenis, nun quam
Telandus. Kein schlafenden Drachenkitzeln oder so ist das Motto, ne? Latein 6. Ja, das sieht fantastisch aus. Täglich frage ich mich, warum ich die Ernennung durch das Ministerium annahm. So, und jetzt lass mich mal eine Ansprache da vorne am Adlertisch halten. Darf ich kurz stören? Yo, Weasley, what's up? Hallo, Professor Black. Ah, Professor Weasley, wie, schön Sie zu sehen. Sir? Ah, da Sie schon mal da sind, könnten wir, uns über Professor Fig unterhalten? Oh, also gut. Ich habe mich entschlossen, ihm etwas mehr, Spielraum zu lassen. Spielraum, Professor? Ist das wirklich so klug? Ich mache mir Sorgen um seine Schüler. Er ist so selten da. Er ist so selten da, also fällt es doch einem auf, ja? Und ich vermisse ihn nicht. Nun, er kümmert sich für mich um Ministeriumsangelegenheiten. Verstehe. Aber Sir, ich mache mir Sorgen, weil unser Neuzugang der 5. Klasse so viel Zeit fern des Schlosses verbringt. Angeblich für Professor Fig. Ich habe beunruhigende Gerüchte über diverse Eskapaden gehört. Vom Betreten des verbotenen Waldes. Korrekt. Bis hin zum Kampf gegen Renrocks Anhänger. Korrekt. Und Brookwoods Leute. Was? Meine Güte. Sie dürfen nicht alles glauben, Professor. Nein, nein, nein. Das dürfen Sie nicht. Ich meine, ich behalte Fig im Auge. Machen Sie einfach so wunderbar weiter wie bisher. Einfach wunderbar. Danke. Aber ich gehe dem gerne mal nach. Gut, gut. Das wäre alles, Weasley. Ich meine Professor Weasley. Guten Tag. Geil. Machst du rein? Das wird auch wunderbare Arbeit? Spielraum für Professor Fig? Ich werde ihn nie verstehen. Das wäre so geil, wenn es einen Fiesaufdring in Wirklichkeit geben würde, ey. Das sollte Professor Fig Zeit verschaffen. Ja, ich hoffe doch mal. Okay, jetzt seid ihr bereit für die größte Ansprache, die Hogwarts jemals gesehen hat. Gesprochen von mir. Oh, wenn der Meister liebe, ich wundervolle Arbeitsgruppe. Scrope, so hängst du denn? Scrope! Ich grüße Sie, Meister. Wie war noch gleich das Passwort für mein Büro? Aber der Meister ließ Scrope schwören, es keinem zu sagen. Nicht mal dem Meister selbst. Junge, raus damit. Du stellst mich in Frage, ich hab's mir anders überlegt. Wie kannst du es wagen, mich in Frage zu stellen? Gleich setzt's was. Ja, Sir. Natürlich, Sir. Scrope bittet um Vergebung. Es ist das Familienmotto der Blacks. Ach, Meister. Jetzt müssen wir das herausfinden. Ja, natürlich. Ich, Der Meister erinnert sich doch sicher? Okay, das Familienmotto der Blacks. Was hat Sirius... Hat Sirius Black sowas mal erwähnt? Steht's reinblütig? Nee. Also okay, der ist auf jeden Fall ein Slytherin, wenn er schon so eine Antwortmöglichkeit hat. Etwas mit meiner Familie, etwas mit Stärke. Ja. Ich erinnere mich natürlich. Es ist gemeinsam stark, nicht wahr? Der Meister bringt Scrope zum Lachen. Okay, dann ist es die Reinblütigkeit, ne? Es lautet, stets reinblütig, nicht wahr? Knapp, Meister. Okay. Scrope denkt, dass der Meister Scrope testet. Es ist stets reinblütig. Selbstverständlich. Ja, sag ich doch. Auf Französisch, wie der Meister weiß. Okay. Ja, natürlich. Ich will, dass du es für mich aussprichst. Der Meister weiß, dass Scropes Französisch hundsmiserabel ist. Na gut. Toujours pur. Toujours pur. Danke. Und sprich nie mit mir oder sonst wem über diese Unterredung. Natürlich, Sir. Scrope wird sich bemühen, dem Meister aus dem Weg zu gehen. Ja, mach's gut, Scropes. Oh. Okay, können wir jetzt in Rede halten, oder was? Der Vielsafttrank lässt nach. Ich sollte lieber verschwinden. Achtung, Schüler. Hiermit verfüge ich... Oh, verwandeln ihn zurück. Rede weiter. Ach. Okay, der Fiesaftrank lässt nach, liebe Freunde, wir müssen schnell hier weg. Oh, das Rübsen wird immer mehr. Schnell nach oben, schnell. Putz mal um. Okay, wo sind wir jetzt hier, Gerade so geschafft. Der Trank lässt nach. Fig hatte recht. Es hat wirklich geklappt. Nice. Toujours und nur mit dem Passwort zum Wasserspeier. Okay, wo ist denn der Wasserspeier?
8 von 14. 260 Erfahrungspunkte dafür. Cool, Mann. Aber war echt cool. Das war echt cool. Aber gib mir jetzt einen Wegpunkt. Wo ist der Wasserspeier? Weiß nicht, was er meint. Okay, müssen wir jetzt das ganze Schloss erkunden für den Wasserspeier? Ah. Betritt das Büro des Schulleiters. Zack, lassen wir uns mal den Weg hinleiten. Und können einfach nur so ein bisschen durchs fantastische Schloss laufen. Ja, wie gesagt, das habe ich jetzt auch schon in jeder Folge fast gesagt. Aber wir müssen bald mal echt so eine Schlosstour machen. Ich bin ja in den, wo ich mit meinem Fitman Potter hier so ein bisschen noch undercover unterwegs war, bevor wir jetzt das auf YouTube mit dem auch machen. Bin echt so viel durchs Schloss gelaufen. Ich kenne mich mittlerweile schon so fast so ein bisschen aus, wenn ich weiß, ich bin da, okay, dann kann ich da runtergehen. Da war noch eine Tür und. Deswegen, das müssen wir auf jeden Fall bei Zeiten mal angehen, dass wir hier komplett einfach von A bis Z rumlaufen und gucken, was für geile Geheimnisse wir gegebenenfalls noch entdecken könnten. Ne? Ich habe so einen geheimen Depulsor-Raum habe ich noch gefunden durch so eine Nebenquest. War ziemlich cool. Aber ich hoffe, dass das Schloss noch weitere geile Geheimnisse einfach für uns hier irgendwie zur Verfügung stellt. Kammer des Schreckens habe ich irgendwie aufgegeben, dass es das geben wird. Wir waren ja schon in der Toilette drin, wo es war. Wir waren in diesem Sanktorium von Salazar Slytherin. Sowas erhoffe ich mir einfach mehr. Pro Gemeinde, also pro Haus wäre es natürlich cool, wenn man so geheime Sachen eben noch finden könnte. Okay, hier ist was. Hier ist noch eine Seite. Das ist, by the way, auch ein richtig, richtig cooler Raum hier, wo wir gerade sind. Ach, da oben, oder? Das ist hier quasi so ein Ausstellungsraum. Wo quasi hier die ganzen Pokale sind und hast nicht gesehen. Hier der, was ist das, Quidditch-Pokal oder was war das? Das war der Quidditch-Pokal. Und was hier auch ziemlich interessant ist, ist das hier. Wo ist das gute Stück? Da. Das hier ist einfach der Feuerkelch, meine lieben Freunde der Nacht. Absolut geil. Auch das wäre entweder ein DLC, die Feuerkelch-Prüfung, könnte man ja auch sagen, weil wir die alte Magie in uns haben, dass wir würdig sind, unseren Namen da reinzuschreiben oder dass irgendjemand unseren Namen da reinruft und wir dann teilnehmen können, so wie Harry eben, das wäre ziemlich nice. Oder eben, wenn man es noch einen zweiten oder dritten Teil geben würde und man älter ist, dass man dann eben irgendwie an diesen Feuerkelch-Turnierspielen mit teilnehmen könnte. Oder, liebe Freunde, das wäre doch absolut gigantisch, Mann. Da ist auf jeden Fall noch Potenzial mit den Feuerkelch-Spielen. Okay. War die Tür nicht mehr abgeschlossen? Okay. Revelio. Jo, da ist eine legendäre Kiste. Das sieht auch nach so einem geheimen Weg aus. Okay, wir nähern uns. Boah, jetzt könnt ihr hinter jedem Ding, könnt ihr die Tür sein, die sich ja von einmal öffnet, wie dieses eine Bild, wo man in diesen Werwolfraum reinkommt. Okay, das ist dann noch ein Rätsel. So, aber hier kommen wir rein. Hallo, Homora. Schlossstufe 3. Haben wir am Start? Schon? Und schon? Hartnäckiges kleines Schloss. Boah, das mit dem Feuerkelch, ja, das geht mir jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Das wäre genial. Das wäre so genial, Mann. So, wo sind wir hier? Moinsen! Okay, das ist die nächste Kiste. Ey, hier muss doch irgendwo die Seite sein. Sind wir hier schon in den Gemächern des Schulleiters oder? Ob. Hier war doch gerade so eine Seite, oder? Revelio. Ach Mann. Okay, dann nehmen wir die legendäre Kiste. Vielleicht ist das auch die ganze Zeit nur was. Ding! Ding! Nö. Hier gibt's immer noch mehr. Hier gibt's noch mehr Geheimes. Liebe Schwester. G. Wer ist G? I know, man. Oh, crazy, was Professor Sharp jeden Tag für den Weg gehen muss, ne? Ach, Sharp, Schulleiter Black. Ist doch Sharp. Crazy. Aber ich hoffe, der hat so ein geiles, richtig imposantes Dumbledore-Office.
schon. Dauert teilweise ziemlich lange, obwohl man beide Punkte schon hat. Revelio. Okay, strahlender Umhang. Rebellion. Okay, da ist noch so ein Motten-Ding. Da ist noch eine legendäre Kiste. Und ich würde sagen, wir machen hier den Cliffhanger des Todes. Liebe Freunde, einfach vor dem Büro vor Schulleiter Black einfach mal Pause machen, oder? Beste Leben aller Zeiten. Ich würde sagen, auf dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, gehen hier rein und stellen uns der nächsten Prüfung. Ich habe Bock drauf, und habe auf jeden Fall Bock auf diese Denkarium-Erinnerungen. Die sind nämlich ziemlich nice und interessant. Hoffe, die Folge hat gefallen. Ich fand sie ziemlich nice mit in der Haut vom Schulleiter einmal rumlaufen und einfach die Leute verwirren. Ziemlich cool. Dankeschön, dass du da warst. Würde mich freuen, wenn du dem Video ein Däumchen hochgeben würdest, einmal gerade auf mein Profil beklickst, damit du mir ein kostenloses Abo da lassen würdest oder kannst. Würde mich extrem freuen und weiterhelfen. Dankeschön auf jeden Fall vorab an den Einzelnen, der schon getan hat. Und auf jeden Fall die Glocke aktivieren, dass du keine weitere Folge hier auf diesem Kanal verpassen wirst. Dankeschön, habt noch einen schönen Tag, mach was Schönes draus. Wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao mit V.